Das hier, ist das nicht ein Radioaktivzeichen? Krass, guck mal. Ja, wie Butter. Das ist der Schacht, wo wir oben reingeguckt haben. Schön entkupfert. Liebe. Hey Leute, ich bin's Fritz und wir sind mit dem Adventure-Bus unterwegs. Marvin ist am Start. Heute steht wieder eine Lost Place Tour an. Sehr, sehr große Location. Ich bin gespannt. Es wird in eine Zeche gehen und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Vorher möchte ich aber noch der Gaming-App Lords Mobile danken, die dieses Projekt hier unterstützen und Sponsor dieses Videos sind. Die App ist von dem Entwickler IGG, die mittlerweile ihren dritten Geburtstag feiern. Und was gehört natürlich zu einem richtigen Geburtstag? Richtig, Geschenke. Deswegen gibt's für euch da draußen eine nagelneue GoPro 7 zu gewinnen. Mit Ersatzakkus, Ladegerät und auch noch einem Saugnapf fürs Auto. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ihr geht unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zur Eventseite. Und wenn ihr darüber die App Lords Mobile runterladet, seid ihr automatisch mit dem Lostopf. Lords Mobile könnt ihr auf eurem Handy oder Tablet spielen. Es gibt die App bei iOS und Android. Man kann seine Gebäude und Fähigkeiten upgraden und somit im Spiel besser und stärker werden. Dafür braucht man bestimmte Ressourcen, wie zum Beispiel Stroh, Stein, Holz und Erz. Alles baut aufeinander auf und ihr könnt bestimmte Bereiche erforschen lassen, um eure Gebäude dann noch besser zu machen. Außerdem gibt es verschiedene Heroes, mit denen ihr in den Kampf ziehen könnt. Auch diese kann man aufbauen und entwickeln. Du sammelst Erfahrungspunkte und kannst sie nach und nach besser ausrüsten. Im Spiel kannst du auch einer Gilde beitreten und gemeinsam mit anderen Mitspielern jede Menge Spaß haben. Es lauern einige Monster da draußen auf dich. Nimm die Herausforderung an und kämpfe, bis du sie zerschmetterst. Aber jetzt nochmal zurück zum Gewinnspiel für die GoPro 7. Mitmachen ist ganz einfach, denn es sind nur zwei Schritte erforderlich. Erstens, wie schon erwähnt, einfach unten in die Videobeschreibung auf den Link gehen, dann kommt ihr auf die Eventseite und dort findet ihr einen großen Button Download. Dort könnt ihr dann die App runterladen. Nur auf diesem Weg nimmst du am Gewinnspiel teil und erhältst zusätzlich ein Ingame-Paket im Wert von 150 Euro als Bonus obendrauf. Und an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an euch da draußen alle für euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Abenteuer. Weißt du schon, was das für ein Gebäude ist? Wir hatten hier nebenan früher mal eine Kokerei stehen. Das heißt, die Kohle, die hier gefördert wurde, wurde aufgearbeitet und dann direkt zur Kokerei geschickt. Und das ist dann hier so ein Ding gewesen. Das heißt, das ist hier, geht das Band mal weiter oder ging mal weiter und dann ging das zur Kokerei. Das war nochmal so ein Kohlebunker, okay. Ein Zwischenbunker. Die Kokerei ist weg und der Band liegt da draußen. Der Rest davon. Wir brauchen Licht, damit wir auch was sehen. Alles schwarz. Hier sind irgendwelche Silos. Ah, guck mal, hier sind noch diese so Körbe, ne? Oder nee, sieht das nicht so aus? Das sind ja so Art Silos. Von da oben kam das dann alles rein. Und hier haben sie anscheinend schon angefangen, ein bisschen alles abzureißen. Boah, und hier liegt Esdraht. Hier willst du dich nicht drin verfangen. Ja, da ist jetzt Feierabend. Das ist so. Dicht. Einmal haben. Oh, hier sind irgendwelche Wagen. So, hier, guck mal, als Telefon. Boah, aber wie keimig das hier alles ist, ne? Ja, naja, nicht keimig, das ist alles Kohlenstaub. Naja, manchmal mit Kohlenstaub. Bist du dreckig danach. Aber geil finde ich diesen Hörer, der ist noch so richtig oldschool hier. Explosionsgeschützt. So, was haben wir hier? Hier noch alles Zutritt und Rauchen verboten. Hier scheint so ein extra Raum gewesen zu sein. Irgendwas Elektrotechnisches. Vielleicht auch ein Überwachungsraum oder irgendwelche Maschinen. Es geht auf jeden Fall noch ein paar Etagen nach oben. Und oben war ja dann diese Querführung, um ins nächste Gebäude zu kommen. Ja, hier ist dieses Förderband. Hier sieht man das ein bisschen langlaufen.
Und hier hinten geht es jetzt weiter. Ja, hier sieht man ganz gut. Hier ist dann die Kohle, glaube ich, drauf lang gelaufen. Es gibt auf jeden Fall zwei Bänder. Eins hier unten. Und hier oben ist auch nochmal eins. Frage ist, kommt hier oben noch was Spannendes? Das waren auf jeden Fall gerade irgendwelche Stimmen. Und das Auto, was da unten steht, hat gerade Licht an. Also theoretisch ist ja hier der Bereich, du siehst das Geländer wieder abgetrennt. Und die Bandbrücke liegt jetzt hier. Das heißt, theoretisch wärst du früher hier rübergekommen. Ah, okay. Ach stimmt, guck mal, da drüben sieht man ja noch diese Förderbänder, die wahrscheinlich bis hier reingehen. Ja, genau, und hier hängt da auch noch ein Stück Förderband. Das heißt, die haben das abgetrennt komplett. Das ist komplett abgetrennt. Ah. Ich finde ja so Industrieanlagen immer mega spannend, weil man das als Normalo sonst gar nicht so kennt vom Anblick. Förderbänder schon abgebaut, ja? Jo, ist alles weg. So, da vorne müssten wir jetzt gleich im nächsten Gebäude sein. So, hier sieht man das nochmal schön, wo wir gerade lang sind. Und da ist auch schon die eine oder andere Stelle kaputt. Sieht schon beeindruckend aus. Die ganzen Fördersysteme. Oh, was hier? Not aus oder was? Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob das ein Notausschalter ist. Ich würde sagen ja, weil es irgendwie rot. Wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr euch auskennt. Da drüben sieht schon ein bisschen neuer aus. Ich vermute mal, dass wir jetzt unten in so einen Haupttrakt kommen. Da unten sieht es irgendwie zugemauert aus. Aber da ist an der Seite noch ein bisschen was frei. Können wir uns durchquetschen. Das Ding ist, dass hier auf diesem Fließband schon richtig Moos drauf ist. Das ist für mich immer so ein Anzeichen, dass das schon einige Jahre so ist. Das kommt ja nicht mal eben von heute auf morgen. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Noch mehr verwinkelte Industrieanlagen. Hier ist wieder ein Treppenhaus. Und da geht's schon wieder aufwärts. Und hier geht's schon wieder abwärts. Und da hinten geht's lang. Junge, Junge. Hier ist auf jeden Fall ein offenes Fenster. Na, da sieht man nicht so viel. Hier, hier, hier kann man rausgucken. Wie verwinkelt das ist, Leute. Zieht euch das mal rein. Da hinten völlig verwinkelt. Und hier auch alles völlig verwinkelt. Das finde ich halt immer das Spannende bei Industrieanlagen, dass man nie so richtig weiß, was lauert eigentlich hinter der nächsten Ecke. Was haben wir hier jetzt noch? Das ist wieder so eine Art Büro. Sieht aus wie ein Mini-Rechner. Disomat. Geeicht bis 2010. Kann das sein, dass es hier also schon seit 10 Jahren leer steht ungefähr? Dienstanweisung. Hier ist eine Dienstanweisung von 1998. Ah, hier. Und hier ist eine Dienstanweisung von 2005. Was hier oben noch? Ja, immer schön erstmal auf den Boden gucken, was hier los ist. Ja, diverse Förderbänder. Ah, siehst du, da ist wieder das Ding. Das ist ein Not aus. Ich sag's dir. Da ist sogar eine Lampe drauf. Der hat extra eine Signalfarbe, ich sag's dir. Das ist ein Notaus? Ja, aber wie wird nicht. Der betätigt? Mit der Hand. Ja, ich vermute es mal. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Oh, guck mal, hier sind richtige Motoren, die das wahrscheinlich angetrieben haben. Das ist denn hier ein Typenschild? Das war einmal. Oh, was ist hier? Hier hängt ein bisschen was schräg. Nee, das muss so. Krass, das muss so, ja. Was ist das hier für ein mysteriöser Trichter? Wow, das sieht krass aus. Aber das ist schon ein etwas neuerer Trakt hier, ne? Ich glaube ja. Das sieht alles sehr, sehr modern aus. Und das hier ist ein Riesentrichter.
Leute, safety first. Ihr braucht natürlich mal einen Patch, der auch im Dunkeln leuchtet. Wenn ihr übrigens in der Kamera diese komischen Flecken hier seht, ne? Den hier und diese ganzen Flecken, das sind die Kratzer auf meiner Linse von der Flex-Aktion. Oh, guckt mal, wie das aussieht. Völlig kaputt. Aber gut, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. So, hier sind, glaube ich, irgendwelche Schaltschränke. So sieht das für mich aus. Einige Unterlagen, noch eine alte Tasche und ein Hammer. Ja, hier ist ein bisschen Spezialwerkzeug. Notausgangsschild gefunden. Ba-ba-ba-ba. Warum ist denn deine Kamera so dunkel? Der größte Dulli ist der, der in Dunkelheit mit Blende 8 filmt. Oh mein Gott, Leute. Kein Wunder, dass ihr nichts seht. Guckt mal, wie hell das plötzlich ist hier. Mein Gott, Technik, die begeistert. Das Problem ist, dass hier nirgendwo Fenster offen sind und wir nicht richtig erkennen, wo die Verbindungsgänge sind. Und dadurch, dass hier alles verwinkelt ist, hilft nur Try and Error. Ja, das sieht gut aus. Kokskohlenturm. Aber weiter kommen wir hier nicht, ne? Doch, hier geradezu rechts geht's ja auch noch, oder? Oh ja. Oh, das sieht cool aus. Oh, hier. Richtig fettes Stahlseil. Der LKW und ein Zug stand da. Ich würde sagen, schwierig zu sagen. Also, doch, da unten sind noch Schienenanschlüsse. Also hier stand ein Zug drunter. Und die Schieber sind dann hier aufgegangen und haben dann die Kohle unten reinfahren lassen. Aber schon Fahrt. Schöner Monitor hier. Kannst du auch noch runter. Color. Color TV. CCTV Siemens Monitor. Business Service. Hier ist wieder so ein Kasten für die Bedienung. Und hier unten drunter waren dann die Züge, wo dann das Zeug reingeladen worden ist. Schau mal, Leute, hier sieht man noch richtig schön so einen Zylinder, der dann damals hier die Klappen aufgemacht hat. Hier sind noch die Zahnräder dran. Wie so eine Baggerschaufel. Und hier oben drüber ist ja das Silo, wo die ganze Kohle dann drin war. Und dann wird das hier aufgemacht. Mittels Hydraulik, hier sind auch die Schläuche dran. Und dann ist das hier unten drunter reingefallen und in den Zugwaggon. Dann folgen wir mal dem dunklen langen Gang. Da hinten ist auf jeden Fall wieder noch eine Treppe. Hier kommt auf jeden Fall eine große Halle. Oh, hier muss man auch wieder leicht auf die Stufen aufpassen. Das hier, ist das nicht ein Radioaktivzeichen? Warum ist hier ein Radioaktivzeichen? Das verwundert mich jetzt. Achtung, Anzahl 1, Gefahrengruppe. Gefahrengruppe, steht da? 2. Okay. Ja, das ist natürlich spektakulär. Ne? Die Zuschauer können es wahrscheinlich sehen. Doch, man kann es sehen. Die Architektur ist schon spektakulär. Ne? Ja, es ist extrem groß und völlig verwinkelt. Ja. Wirkt den echt wahrscheinlich auch noch mal krasser als auf der Kamera. Eine riesige Halle. Aber hier kommt irgendwie Tageslicht jetzt rein, ne? Diese riesige Fördergeschichte. Ja, das Geländer sieht auf jeden Fall hier noch richtig gut aus, auch gar nicht weggegammelt. Ja, Geländer ist safe. Ist safe, sagst du? Das ist safe. Rieselt schon von oben. So, Marvin hat gesagt, es ist safe. Und vertrauen wir mal. Absolut safe. Hier, Geländer. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Da gehen wir jetzt hoch, ja? Ja, klar. Super, ich freue mich richtig. Habe ich richtig Bock gerade drauf. Nee, am Geländer brauchst du dich nicht festhalten. Oh nee. Hä, was machst du hier? Ach, da hältst du immer so ganz. Das ist ein bisschen warm. Er muss es auch wieder übertreiben, ne? Komm, geh weiter, Junge. Das schwebende Geländer. Ja, genau. Kommt gleich der Abrissballer. Mit einer riesen Kugel rein und haut das Ding hier kaputt. Wir kommen gleich in den Abrissbagger mit einer riesen Kugel rein. 18 Meter. Und wenn du aus 18 Meter runterfällst, bist du tot, Junge. Schweißarbeiten, Augen gefährdet, okay? Was haben wir hier? Materiallager? Genau, hier ist so ein kleines Mini-Magazin. Ja. Ein bisschen Ketten sind noch da. Ketten, was haben wir hier? Bohrer haben wir.
Schraubenmutter und Drahtbürste. Wie heißen die Dinger nochmal hier? Schäkel oder sowas? Das ist das, was der Kollege mit Nase hat, ne? Septum nennt man das. Septum, ja. Okay, das sind XL-Septum. Das ist XL-Septum. Und das ist hier, glaube ich, für den Prinz Albert. Und das hier sind Schrauben für Lenkräder. Sicherheitsschrauben. Und hier ist noch eine gute alte Schweißermaske. Mm. Und was ist das hier, eine Perücke? Blonde Haare gefunden. Da hat irgendwas geleuchtet. Du bist aufgeflogen. Du bist hier drin. Wo bist du? Um die Ecke. Rechts, links, hier. Sag ich doch. Ja, ich habe hier nochmal ein Geilhauslager gefunden. Krass. Hier, die Haken. Die Todeshaken. Die sind richtig gut. Schraubzwingen, Getriebe, weiß ich nicht, was das alles darstellen soll. Kanister. Neues Stahlseil, da oben nochmal irgendwie eine Verteilergeschichte. Hier liegt auch noch Stahlseil, hier hast du da Feuerlöscher und ähnliche Armaturen. Ah, hier noch alte Spinte. Stahlseile. Super viel zurückgelassen. Hier, schöne Brille. Guck doch mal. Sieht fast aus wie deine. Zwei sind das, oder? Nee, das ist noch so eine Klappe, Schutz an der Seite. Ein Schutz. Krass. Ganz schön viel zurückgelassen, ne? Ja, ist aber auch alles hier völlig verwahrlost. Ja, gut, ist im Anblick, wie viel Dreck hier drin liegt. Auch mal irgendwie mal durchwischen. Explosive Staubsaugerbänder. Du kannst ja hier nicht gucken, wie das aussieht, wenn du hier Besuch kriegst. Was ist denn hier? Förderbänder hängen. Ist auch nicht original. Ist alles am Arsch hier. Oh, hier hinten ist eine riesen Werkstatt, die gucken wir uns gleich an. Hier drüben ist nochmal ein Lager. Und hier, guck mal, die Instagram-Jacken. Instagram? Ja klar, die ganzen Instagrammer nutzen gelbe Regenjacken. Das ist der neueste Shit. Ich muss mir jetzt hier erstmal kurz diese Werkstatt hier angucken. Hier finde ich ein bisschen beeindruckender. Hier haben wir einen Haufen Spinte. Hier oben ist eine Laufkatze dran. Oh, die ging so hier hinten richtig rum. Jetzt haben wir hier verschiedenste Maschinen. Hier irgendwie was zum Schleifen. Irgendwelche Werkbänke. Und na klar, wie sollte es auch anders sein? Ja? In dem Spind muss natürlich auch erstmal eine nackte Frau zu sehen sein. Hier ist ein handgeschriebener Zettel. Abwaschen, Rücksprache mit Wartenfahrer, 400 sonst was, Luftdruckklappen schließen, Aufhänge, Abspann, abwaschen, nachdem die Brechwerke leer sind, in die Worte anrufen, System. Aha, okay. Ich habe nichts verstanden. Hier ist ein großer Bohrer. Könnte man auch mal ein bisschen Metall bohren. Was haben wir hier drüben noch? Ah, das sieht nach Labor aus. Das erinnert mich so an Chemielabor, was ich mal angeguckt habe. Konnte, glaube ich, in so eine Scheibe runtergefahren werden. Hier ist es jetzt sehr hell. Hier auch nochmal so eine Experimentiersachen mit Bunsenbrenner bestimmt. Was ist das denn hier draußen? Zieht euch mal das Ding rein, ey. Ich würde fast sagen, das ist fürs Kühlwasser. Ah, hier. Das ist eine Augendusche. Hier, schön die Augen ran und dann... Falls man irgendwas in die Augen bekommen hat. Irgendwelche Chemikalien. Oh, ein Ofen vielleicht? Sieht auf jeden Fall nach einem Abzug oben aus. Und hier sind wir wieder in der Werkstatt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben auch einen riesen Raum und diese Laufkatze, die führt hier oben lang. Also die konnte man wirklich hier im Kreis führen. Das Ding, die Frage ist, was ist das für ein riesen Raketenofen da hinten? Ich denke mal, das ist eine Flugzeugturbine. Klar, safe. Die haben sie hier als Motivationsdekoration hingestellt. Das sieht nach Lüftung aus. Also in diesen Schacht da drüben wollen wir irgendwie rein. Ja, das ist noch ein bisschen. Ich glaube, hier rein geht's. Ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Man muss schon auch auf der Treppe bleiben. Ach, Leute. Ich packe mich hier wieder fast auf die Fresse. Aber das ist ja nichts Neues.
Muss ja halt auch ein bisschen ausleuchten, wisst ihr? Und ihr wollt ja auch noch was sehen. Ist nicht so einfach. Na, lecker. Jetzt kommt ja auch noch schön die Brühe. Ich hab doch meine Sommerstiefel an. Hier standen wir jetzt gerade oben. Leute, hier ist Gehörschutz angesagt. Boah, ich finde das so krass, wie verwinkelt das ist. Guckt euch das an. Diese ganzen Zwischengänge hier. Das hier oben sieht doch irgendwie spannend aus. Ach krass. Da oben. Zu den orangen Dingern. Da wollen wir hin. Schöne alte Lore. Ja, Lore mit Sachen dran. Oben seht ihr noch die Räder? Anschauen. Vor allem war jetzt so in allen Größen. Halb so immer voll. Die sehen doch gut aus hier. Lange neu. Verzinkt. Die Mega-Standbaumaschine mal schön gefettet. Mhm. Dreht doch safe noch, oder? Ja, probier mal. Krass, guck mal. Ja, wie Butter. Wie Butter, wirklich wie Butter. Kriegst du ja hoch und runter noch? Oder musst du das erst irgendwo entriegeln? Naja. Ja. Stell dir vor, jetzt noch Strom drauf. Aber guck mal, wenn du so eine Baumaschine hast, ne? Dann hast du auf jeden Fall auch Bohrer im Durchmesser wie des Jenseits. Ja, klar. Puh, das ist eine schöne große. Da kannst du auf jeden Fall mal gut einen wegbauen. Ja, was ist los hier? Ist schon Weihnachten, oder was? Hier ist schon Weihnachten. Guck mal an, ey, wie viel hier noch liegt, ja? Heftig, ne? Das ist alles noch drin. Das Ding hier für die Badewanne steht auch wieder rum. Was ist das für ein Ding hier? Ja, eine alte Lampe. Krass, hier ist ein Essensraum. Hier liegt sogar noch Essen. Gurkensalat, Banane. Uah. Die Banane sieht auch noch gut aus, aber die Zwiebeln gehen noch. So alles ja sagen. Say yes to everything. Pass auf. Das heißt überprüfen. So, Marvin kam jetzt auf die clevere Idee, den Gurkensalat dort zu öffnen. Muss überprüfen, ob der noch. Du liebst doch Gurken, oder nicht? Ich esse gern Gurkensalat, aber sicherlich nicht von 2012. Der ist abgelaufen am 4.8.2012. Jo, Dress. Soll ich dir eine Karte geben? Der zischt schon mit dem Aufmaß. Krabbelt er schon? Dein Gesichtsausdruck verrät nichts. Willst du mal riechen? Nee, ich will nicht. Hau ab dem Scheißding. Also man nimmt von dem Lost Place nichts mit, auch keinen Gurkensalat. Da kann ich dann überall, ist die Banane noch weg. Aber ganz ehrlich, die Banane sieht aus wie eine tote Ratte. Egal. Und der Gurkensalat, der sieht nicht aus wie eine Ratte. Hier kann ich die Lampe ausmachen. Wegen den Dingern sind wir doch hier eigentlich. Die sehen so krass aus. Und zwar sind hier nämlich, ich weiß nicht, ob von der Seite oder von der anderen Seite, aber diese Loren reingekommen. Und dann sind die nämlich in diese Kippstation gefahren. Hier, Kipp. Kippersperre, Kipper drehen, Sperre 5 öffnen. Sind die an mir rein und dann hat sich das ganze Ding gedreht und dann ist die Kohle rausgeschüttet worden und dort drunter in den Schacht gefallen. Ein schön Highlight hier. Knallt natürlich nochmal richtig durch diese Farben mit diesem Orange und dem Gelb im Kontrast mit diesem schwarzen, dreckigen Metall. Ah, sieht auch spektakulär aus. Verschiedenste Hebel, wo die Sachen dann irgendwie wahrscheinlich gesperrt wurden oder hängen geblieben sind. Und hier seht ihr schon das Ganze. Hier drunter befindet sich ein Silo. Und dieses Teil, ne, wurde dann halt umgekippt und ist ja dann hier oben offen. Und hier war wahrscheinlich noch eine Absaugung dran für den ganzen Staub, der sich dabei entwickelt hat. Und hier ging es dann weiter. Hier waren die ja dann leer. Dann sind die da hinten um die Ecke gefahren. Es erinnert wirklich halt so ein bisschen an Achterbahn. Hier links ist noch so ein Riesenwaggon. Ich weiß nicht, ob das die wirklich waren. Aber das ist spektakulär. Guck dich das an. Hinten geht es dann weiter.
um die Ecke. Interessiert mich jetzt natürlich schon wieder, was da hinten um die Ecke noch Schönes lauert. Weil irgendwo müssen die leeren Waggons ja dann hin. Hier sind wir ja schon wieder im nächsten Gebäude jetzt. Es geht hier immer noch weiter. Hier ist jetzt so eine, nochmal so eine extra, ja, sieht aus wie eine Haltestation. Hier sind auch nochmal so Dämpfer. Da drüben ist diese Kippstation. Vielleicht führt das jetzt auch einmal im Kreis. Hier sind auch wieder irgendwelche Halter. Na, wir gucken mal, wo wir hinkommen. Einfach auch mal ein bisschen erkunden. Erinnert wirklich so ein bisschen an einen Freizeitpark. Ja, es nimmt und nimmt kein Ende. Nur mal schnell gucken, alles klar. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und was lauert hinter der nächsten Kurve? Theoretisch müssten wir jetzt da vorne ja eine Runde rum sein. Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut, wo die jetzt hinführen. Ich glaube, hier vorne kommt der Aufzug. Okay, wir sind jetzt quasi eine Runde rum. Da vorne, ganz am Ende, sind die orangen Kipper. Und hier ist aber der Aufzug. Hier wurden die jetzt quasi gewechselt. Hier wurden die hoch und runter gefahren. Und hier kamen vermutlich die neuen wieder raus. Ist das hier eine Krankentrage? Ja, ne? Extra für ja, Verletzte. Das ist hier so die Griffe. Ziehst du raus. Dann kannst du sie tragen. Ja. Riecht auch nichts. Schön Aluminium. Traumhaft mitgenommen. Eingepackt. Zugeschlagen. Dir ist klar, was es ist, ne? Es ist die Hupe. Nee, das ist die Glocke, die zeigt, dass die Zuschauer unseren Kanal abonnieren müssen und die Glocke aktivieren. Ach, sehr gut. Ja, das ist die Abo-Glocke. Die Abo-Glocke. Meine Damen und Herren, jetzt auf Abonnieren klicken. Man sieht lauter den Kuchen. Wahnsinn. Und hier geht's jetzt richtig runter. Da reicht die Taschenlampe gar nicht. So, hier hinter. Ja, die Tür hat auf jeden Fall immer nachgearbeitet. Ist auf jeden Fall ein Aufzug, um nach oben zu kommen. Aber hier befindet sich auch ein Treppenhaus. Also erstmal tendenziell immer erstmal nach oben. Aber du weißt, worauf du dich einstellst, ne? Das ist immer mal interessant, so hoch ist. Ja, muss man immer ein bisschen laufen, ja? Naja. Muss man halt mal auch ein bisschen laufen. Es nimmt kein Ende. Treppenraum D2. Hier sind Kühlwassertanks. Das sieht nach Lüftung aus. Das sieht auch nochmal nach Lüftung aus. Ja, na, geil. Schöne fette Zahnräder. Das finde ich ja mal geil, wenn du so viel Zeug noch in der Location drin hast. Die ganzen Lager sind nur noch voll. Weit und breit kein Tageslicht. Vorne ist so erst Treppenhaus. Und hier sind irgendwie kleine. Was ist das denn? Mini Cooper unter den Loren oder was? Das ist irgendeine Beatmungsgeschichte. Ah, nicht mehr drin. Dahinter ist ganz klar das Bernsteinzimmer. Wahrscheinlich, da ist ein Bett. Oder Atlantis. Oder der Goldzug. Höhlenflieger. 31 Meter. Hier stehen die Trafos. Standen Trafos. Ja, ganze Kupfer abgemacht, ne? Aber komplett. Schön entkupfert. Die Liebe. Da ist ja gar nichts mehr drin. Aber guck mal, mit dem Schneidbrenner aufgeschnitten rundherum das Ding. Mhm. Und dann schön rausgeholt. Hier sind nochmal die Körbe. Das ist der Schacht, wo wir oben reingeguckt haben. Da unten sieht man es. Und da auch nochmal. Krass. Guck mal, was das für Holzbalken sind. Ja, guck mal da dahinter. Die Halter. Sind die grauen, die Dinger? Ja, ja, sicher. Das ist aber festgemacht eigentlich. Da hast du aber auch ganz viele Kabel, die durchgeschnitten sind. Scheiße, ey. Vielleicht fährt der Aufzug doch noch. Ja, ja. Wir sind jetzt auf 53 Meter. Ich guck mal hier. Legen wir uns über die Bremsen. Und ich würde sagen, da oben kommt Licht. Das heißt, einen haben wir noch, komm. Ab nach oben. Oh, hier ist Tageslicht. Ach, das ist über Tageslicht. Oh, es geht ab.
Bestimmt irgendwelche Tauben. Ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Ist er da? Warum ist er so hingestellt? Warum die Kabel in die Pampe reingehen? Warum die Feuerlöscher so verbunden sind? Was soll er da stellen? Ich einfach nur hingestellt, um zu gucken, ob es einmal bewegt. Nee. Was soll das ist? Was denn? Soll das eine Falle sein oder was? Ist eine Bombe. Eine Bombe? Guck mal, die Drähte gehen unten in das Dingens rein. Ja, ist eine Bombe, denke ich auch. Wenn du jetzt anpackst. Guck mal, da oben ist auch noch eine Klappe. Wie kommt man da hin? Ach, da bist du damals über die Katze hin. Ja, hiermit wurden dann die Körbe gezogen. Jetzt sind wir nämlich ganz oben. So, ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wer noch Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Guckt auf jeden Fall auch mal bei Marvin vorbei. Er macht immer viel Blaulichtumbauten, Autoumbauten, natürlich auch Lost Places und vielleicht bald auch eine ganz geile Show. Ja, ist noch in Planung. Bisschen Motivation muss da sein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen und ciao.